Herzlich willkommen bei Spaß mit Tiefbohrtechnik. Jeder Heimwerker weiß, wie eine Bohrmaschine aussieht und funktioniert. Wir brauchen erstmal einen Bohrer. Der Bohrer ist so geformt, dass das Bohrklein aus der Bohrung rauskommt. Wir haben einen Drehantrieb, dass sich der Bohrer dreht. Wir haben ein paar Bedienelemente. Und wenn das Bohrloch fertig ist, stabilisieren wir es mit einem Dübel. Und auf einer Tiefbohranlage ist alles im Prinzip genauso, nur viel, viel größer. Der Bohrstrang zum Beispiel besteht aus lauter einzelnen Stangen, die 10 Meter pro Stück lang sind. Und immer wenn eine Bohrstange abgebohrt ist, wird eine nächste draufgeschraubt und so wird der Bohrstrang immer länger und immer schwerer. Rotiert wird der Bohrstrang, also in Drehung versetzt, durch einen Motor, der oben im Turm hängt. Und dieses ganze schwere Equipment, was mehrere hundert Tonnen schwer sein kann, das wird durch einen Flaschenzug hoch und runter bewegt, so ähnlich wie wir das hier an diesem Modell sehen. An unserem Bohrturm können wir die Umlenkrollen nur erahnen. Hier die oberen und die unteren sind ganz klein hier oben in dem Kranhaken zu sehen. Das Ganze wird bedient durch die Bohrmannschaft, die auf der Arbeitsbühne arbeitet. Und hier sehen wir das so. Hier sehen wir den Leitstand der Bohrung. Und das alles findet, wie gesagt, auf dieser Ebene statt. Und unter der Arbeitsbühne, da befindet sich ein großes Gewölbe, in dem, wenn man genau hinguckt, der Blowout Preventer zu erkennen ist. Das ist dieses Sicherheitsventil, was im Fall einer Gefahr jederzeit die Bohrung sicher verschließt. Das Bohrklein wird aus der Bohrung mit einer Bohrspülung ausgetragen. Die Spülung befindet sich in mehreren Tanks und die Spülung wandert dann über die Hochleistungspumpen hoch am Turm ins Gestänge und kommt mit Spülung beladen wieder aus dem Bohrloch raus. Und hier wird auf der Spülungsaufbereitungsanlage das Bohrklein wieder von der Spülung getrennt. In Wirklichkeit ist die Spülungsaufbereitungsanlage ein ziemlich großes Feld auf dem Bohrplatz, aber da wollen wir jetzt hier nicht im Detail drauf eingehen. Wenn die Bohrung fertig ist, wird sie ähnlich dem Dübel, den wir vorhin gesehen haben, mit Rohren ausgekleidet. Die Rohre liegen auf dem Bohrplatz auch schon bereit, hier auf dem Rohrlager. Und wir haben natürlich auch Büros und Labors für die verschiedenen Experten, die auf so einer Tiefbohranlage arbeiten. Tja, und der ganze Bohrplatz ist bei uns in Europa natürlich bestens versiegelt mit Zement und Asphalt, damit beim Bohren keinerlei verschmutzende Flüssigkeiten ins Erdreich eindringen. So eine Tiefbohranlage ist wirklich spannend und wer die Gelegenheit dazu hat, sollte wirklich mal eine Führung mitmachen. Und wer es noch genauer wissen will, der kommt in unsere Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik nach Freiberg. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!